Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soul Reaver 2. Ja, wir sind immer noch hier im Dingens. Verdammt, wie komme ich jetzt an dem Auge vorbei? Ich kann auch nicht gleiten. Ach, es ist auch sehr gut. Ja genau, wir sind immer noch in dem Tempel und haben jetzt das zweite komische Auge. Herz, kein Auge, das ist ein Herz. Das haben wir ja schon festgestellt, weil es so komische Geräusche macht. So pumpende. Und es kommt in einer Blutfontäne aus der Wand, aus der Zeichnung von diesem Typen, von Janus Audrin oder wer auch immer. Genau. Jetzt hier lang müssen wir. Genau. Ja, damit haben wir das zweite Herz. Und dieses Mal, in dieser Folge, denke ich natürlich auch das dritte Herz zu holen. Und das seinem rechtmäßigen Eigentümer. Ich weiß nicht, ob das. Oder es dem Opfer zu geben oder dem. Ach, was weiß ich. Ich will da hoch. Genau, so. Na, diesmal weiß er schon Bescheid. Nee, bringt uns nicht weiter. Na egal. Wir müssen ja hier nicht mehr rumtollen, soweit ich weiß. Oder soweit ich mir denken kann. Wissen tue ich eigentlich überhaupt nichts. Aber ist okay. Okay, hier ist ein Reaver abgebildet. Ist wahrscheinlich der normale Standard-Reaver gemeint, schätze ich mal. Sieht ganz danach aus. Vielleicht können wir es auch mit dem Sonnenreaver aktivieren. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Scheint zu gehen. Okay, das ist schön. Genau, jetzt kommen wieder unsere Gesellen, unsere Spießgesellen hier. Passt auf. Okay, war Spaß. Ich könnte eigentlich schon noch eine Seele gebrauchen, deswegen. Mach ich den jetzt doch nochmal so platt, wenn ich dabei nicht zu viele Seelen verliere. Das wäre natürlich irgendwie kontraproduktiv. Aber ich hoffe, er dem seine Seele hält ein gewisses Maß an meiner Energie. Guck mal. Naja, ich glaube, ich habe ein bisschen Plus gemacht. Bin mir da aber auch nicht so sicher. Ist auch egal. Geht auf jeden Fall weiter. Ja, wir haben immer noch den Sonnenreaver. Das könnte uns natürlich zum Vorteil gereichen. Muss man mal gucken. So, dort oben müssen wir rein. Da ist so ein Ding. Hier ist... Okay, da ist wieder so ein Zeichen, dass wir doch besser in die andere Ebene gehen sollten. Und ich gerade mal vorschlagen, wir tun das. Ja, es sieht anders aus. Aua! Du doofes Mistvieh. Hörst du auf? Das wirst du mir zahlen. Mit deiner Seele. Genau, wir krallen uns einfach mal alles, was da ist. Könnten jetzt eigentlich mal versuchen hier hoch. Nein, geht natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Hier geht's hoch, oder? Nein, auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst da drauf springen und dann in die andere Ebene. Hätte ich mir auch gleich denken können. Ist hier hinten noch? Gar nichts. Ist nicht besonders viel. Aber irgendwo muss so ein Rückverwandlungsdingens sein. Falls wir zum falschen Zeitpunkt hierher gekommen sind. Wo ist denn das? Hier ist kein Rückverwandlungsdingens. Wieso nicht? Muss doch so ein Ding sein.
Ich bin verwirrt. Müssen wir echt zurück? Lass das woanders holen. Ich meine, können wir machen, klar, aber irgendwie ist das doch seltsam. Ach, halt die Klappe. So. Wir machen mal den hier. Dann springen wir erstmal auf das Ding drauf und holen uns dann, oder verwandeln uns dann. Wird interessant. Auf jeden Fall. So, kommen wir da jetzt überhaupt drauf? Wieder nicht so der Renner. Ich glaube, da können wir gar nicht aufspringen, ne? Na? Ah, da oben gibt's was zum Rausziehen. Das müssen wir ja echt jetzt schon. Na gut, dann machen wir halt nochmal. Gucken uns das alles nochmal genauer an. Ja. Sehr schön. Viel Rumgeirre für gar nichts im Endeffekt. Gib mir mal eine Seele. Oder auch zwei. Krieg ich natürlich nicht. Ah. Ah, komm mal her. Danke sehr. So, ah, jetzt können wir die Dinger hier rausziehen. Hä? Ach. Okay, gehen wir erstmal da oben, ne? Ich kann das auf der anderen Seite bestimmt aufmachen. Oh, nee, nee, nicht so gut. Das ist ein Auge. Den will ich lieber nicht über den Weg laufen, aber ich kann bestimmt hier rüberschweben. Tada! So. Genau, den kann ich jetzt aufmachen. Dann geht er auf der anderen Seite zu. Sehr produktiv. Aber dafür kann ich jetzt, glaube ich, hier oben lang. Brauchen wir einen Sonnenreaver? Wir haben natürlich wieder keine Schmiede. Die Schmiede ist natürlich auf der... Oh Gott, Leute, ey. Manchmal wird es einem hier schon echt nicht einfach gemacht. Ich meine, ist auch gut so. Zu leicht darf es ja auch nicht sein. Das wäre ja dann auch langweilig. Okay, wir machen das Ding hier nochmal auf. Dann holen wir uns einen Sonnenreaver. Ich hatte auch den Schattenreaver auf... Ach Mann, und dann von der anderen Seite kommen. Wenn es nicht einfach sein kann, ne? Das ist ja gut jetzt hier. Tada! So, und jetzt können wir hier mit dem Sonnenweaver da durch. Dem Lichtweaver. Bingo! Jetzt können wir. Was willst du denn? Echt jetzt? Ja, sehr schön. Komm, die Seele holen wir uns. Die können wir hier brauchen. Ah ja, hier brauche ich natürlich wieder einen Schattenreaver. Und was also völlig umsonst, dass wir hier mit hier durchgekommen sind. Ach Mann! Nee, war es gar nicht. Echt jetzt? Ist das Ding jetzt wieder zugegangen? Tatsache. Scheiße, okay, aber wir können da rein. Uns dann hier den Schattenreaver holen, indem wir einfach mal. Jetzt ist das Ding wieder zugegangen. Aber wir können wahrscheinlich. Ich bin verwirrt. Echt jetzt? Ist hier zugegangen, Tatsache. Da kommen wir nicht lang wegen dem Auge. Dann müssen wir zwangsläufig darunter springen. Moment, jetzt brauchen wir Taktik. Ich bin ja so ein genialer Stratege. Nicht. Okay, aber pass auf, wir können hier rüber. Dann holen wir uns hier den Schattenreaver, gehen auf die andere Seite und dann durch das Auge. Wenn wir durch das Auge gehen... Pass auf. So ein Pisser, ey. Wenn wir durch das Auge gehen, kommen wir da auch oben hin. Mit dem Schattenreaver können wir dann nämlich dort oben...
dann die Brücke machen. Und mit der Brücke. Ja. So, das war eng. Genau, wir probieren es wenigstens mal aus. So, da rollt das Auge weg. Und wir können dadurch. Dann machen wir hier die Brücke. Brauchen dann aber wieder den Sonnenreaver. Genau, und damit kommen wir dann durch die andere Seite. Ich hoffe, die Brücke bleibt länger bestehen. Nein, nein! Ach, Glück gehabt. Ich glaube, die Brücke ist schon wieder weg, oder? Nee, die ist noch. Gut. Da muss man sich, glaube ich, echt ein bisschen beeilen. So, machen wir hier die Tür auf. Und jetzt kommen wir über die Brücke da rein und können uns da unser Ding ins holen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht plötzlich verschwindet, die Brücke. So, sehr schön. Ah, hat doch super funktioniert. Tada! Und da ist das unser drittes Herz, ein blaues Herz. Und das Wesen, das da ist, könnte auch tatsächlich Janus Ordrin darstellen. Und dann wäre das nämlich das Herz der Finsternis, das wir schon aus dem Blood Omen kennen. Das Herz der Finsternis, das untotes Vampirleben wiederherstellen kann. Das wäre natürlich sau cool. So, ja, ich kann mit dem leider auch meine Flügel nicht ausbreiten, weil dafür braucht er die Arme. Schade, schade. Aber okay, macht nichts. Wir haben das dritte Herz und das ist wichtig. Damit können wir jetzt natürlich den dritten Windkanal öffnen. So, einmal da drüben. In blau. Kann man nicht helfen, aber ich glaube, das Herz schlägt ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu unregelmäßig. Aber vielleicht ist es ja normal für ein Vampirherz. Das weiß ich nicht. So, wir verstecken uns wieder da unten. Okay, aber es ist schon seltsam, dass diese Wesen tatsächlich Seelen fressen wie wir. Ich meine, das ist ja wieder, das hier ist ja so ein Unterschlupf von den ersten Vampiren. Und das bestärkt mich irgendwo, also von den ersten Vampiren von Janus Ordrin mit. Und das bestärkt mich natürlich wieder in meiner, genau, jetzt können wir hier nämlich hochfliegen. Dann fliegen wir mal rüber. Und das bestärkt mich natürlich irgendwo in meiner Theorie. Okay, jetzt haben wir hier zwar Wind und können wieder hoch, aber was bringt uns das? Ich glaube, damit können wir hier hin. Nee, das ist nicht richtig. Irgendwas müssen wir hier noch da oben vielleicht? Das könnte sein, ha? Ja! Okay, nicht ganz. Das doch erstmal nochmal umgucken. Von hier können wir vielleicht die Dinger abknallen da oben. Das könnte sein, ne? Moment. Probieren wir mal. Ja! So, das war mal eins. Jetzt brauchen wir noch den Schattenreaver. Für die andere Seite. Die gibt es ja alle da unten zum Glück. Genau, das bestärkt mich natürlich, dass Janus Ordrin tatsächlich mehr mit uns zu tun hat, als wir denken. Oder als Raziel denkt. Weil ich denke es ja. Genau. So, einmal hier rauf bitte. Sehr schön. Dass sie hier so seelenfressende Viecher haben.
Aber wie kam dann der Blutdurst? Das ist dann wieder die Frage. Wieso assoziiert man Janice Audrin, wenn der Seelen gefressen hat, dann mit Blutdurst? Beziehungsweise, wie hat er die anderen Vampire geschaffen? Haben wir etwa noch die Fähigkeit Vampire? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich interessiert, was das angeht. Okay, was ist das? Wind? Könnte Wind sein. Ach klar, wir wurden ja überall rumgepustet. Also könnte es tatsächlich Wind sein. Na sowas. So, klatscht man den Arm da mal rein. Als der Reaver die Schmiede ihrer wichtigen Energie beraubt hatte, legte sich der Sturm. Ich kam wieder zu mir und bewunderte meine frisch geschmiedete Waffe, die nun von der elementaren Kraft der Luft erfüllt war. Derart gerüstet hoffte ich inständig nun endlich in der Lage zu sein, diese Einöde zu verlassen. Yay! Windweaver. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich da oben raus. Nehme ich mal an. Aber die Tür ist dicht. Ah, nee, warte mal. Da, guck mal. Da ist so ein Dreier-Dings-Bums irgendwas. Steck mal rein da. Ah, ich verstehe. Guck mal. Hahaha, coole Sache. Ah ja, jetzt geht da auch das Türchen auf. Dafür geht eine schwere Tür zu. Sehr schön, sehr schön. Naja, ist ja nicht so schlimm. Gibt bestimmt einen anderen Weg raus. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen mit den Grafikbugs. Weil wir haben nicht gespeichert bis hier, ne? Oh, das wäre natürlich richtig listig. Wir haben jetzt den kompletten Tempel ohne zu speichern gemacht. Okay, da haben wir... Jetzt muss ich echt mal gucken. Wir hier wieder irgendwie ins Nichts geraten. Das wäre natürlich saublöd. Okay, da sind zwei so Winddinger. Vielleicht auf die Mauer schießen? Nee. Hier vielleicht ran. Nicht durch. Ist ja richtig. Warte mal, können wir vielleicht hier drauf springen und dann von dort aus irgendwo anders hin, oder? Ne, Decke ist dicht. Okay. Das ist gefährlich mit dem Grafikbug da. Gerade an der Stelle. Deswegen würde ich das gerne doch ein wenig umgehen. Verdammt, wo geht's jetzt hin? Das frage ich mich halt echt. Muss ich vielleicht doch nochmal in die andere Ebene? Wieder in die Dingensebene. Was sind das für Dinger hier? Warte mal. Die vielleicht irgendwie aktivieren oder auf die Dinger schießen? Auch nicht. Mann, jetzt haben wir schon so einen schönen Reaver bekommen und jetzt kommen wir doch nicht mehr raus. Das ist blöd. Nee, das macht ja auch nicht viel Sinn. Okay, aber wir brauchen hier definitiv den Windreaver. Vielleicht auf
diese Dinger hier schießen? Nee. Ich glaube, das hat irgendwas mit den Köpfen hier zu tun. Warte mal, die Wand blutet irgendwie grün. Das ist seltsam. Vielleicht, wenn wir hier überall reinschießen. Nee, scheinbar nicht. Da drauf klettern vielleicht? Nee. Ist hier sonst irgendwas zu klettern? Da nichts klettern. Auch nichts. Verwirrung, Verwirrung. Dann würde ich doch gleich mal vorschlagen, wir wechseln mal die Ebene. Was anderes fällt mir jetzt echt nicht ein. Ja, komm mal her. Ja, aber jetzt müssen wir erst recht aufpassen mit dem. Das scheint auch nicht so wirklich zu funktionieren. Nee, geht hier so nicht weiter. Vielleicht hier? Glaube ich auch fast nicht. Nee, 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 nee. Müssen wir trotzdem, müssen wir vielleicht hier aus? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt gehen wir erstmal zurück wieder in die materielle Ebene. So, dann brauchen wir immer noch den Windreel. Den holen wir uns mal schnell wieder. Müssen wir vielleicht von hier darauf schießen? Na, siehst du. Dieser urgewaltige Reaver besaß, so erkannte ich, die Macht, Hindernisse zu zerstören, die gesprungen oder beschädigt waren. Endlich hatte ich die Möglichkeit, den verfallenen Zeitstromraum zu öffnen, den ich vor langer Zeit in den Sümpfen entdeckt hatte. Jetzt würde ich diese Einöde vielleicht verlassen können, um in eine Zeit zurückzukehren, in der Janus Ordren noch lebte. Haha, siehst du? Wir haben einen Plan. Gut rasiert, gut. Ich hab doch gewusst, du hast es drauf. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir jetzt. Wir haben tatsächlich einen Plan. Nee? Na gut, komm, steck rein das Ding. Jetzt müssen wir bloß bis dahin zurückkommen. Vorbei an all den Ungetümen, die hier so lauern und... Okay, das Ding ist restlos verschlossen. Die lasse ich jetzt einfach mal alle links liegen. Ich weiß, das ist echt böse von mir. Weil die sich so auf einen Gegner gefreut haben, glaube ich. Aber ist mir egal, ne? Ah, das war die falsche Taste, das wollte ich gar nicht. So, oh, du Drecksack. Ah, das hier zittert schon komisch. Ja, naja, okay, ist auch egal. Was mich auch interessieren würde, was da dahinter ist.
was öffnen? Naja, brauchen wir wahrscheinlich wieder irgendein anderes Gerät. Ich muss da hoch, wa? So, hier haben wir das letzte Mal Kane getroffen. Bis jetzt sind noch keine von diesen komischen Dämonen, wie ich... okay, ich nehme alles zurück. Ist ja scheiße, ey. Die wirst du einfach nicht los, die Mistviecher. Prügelt euch mal da unten mit den Menschen. Das wäre super nett von euch. Ich sag mal, solange ich die nicht besiegen muss, spare ich es mir jetzt auch. Weil das ist eigentlich... Na, hört auf. Ich will da hoch, genau. Solange ich die nicht besiegen muss, spare ich mir das jetzt. Weil sonst geht's ja einfach nicht vorwärts hier. Ich da jedes Mal erst wieder irgendwelche... Genau, da kam ich hin. Da muss ich hin. Irgendwie so war das doch. Ja, ja, ist gut. Nicht so viele, ey. Ich habe jetzt auch keine Lust, echt mich durch ganz Nosgoth zu schlagen, zu prügeln. Muss ich hier, oder komme ich, nee, da komme ich so nicht durch, war das war nur anders möglich. Da steht er. So, genau, jetzt, ich glaube, die muss ich wirklich besiegen. So, auf den besiege ich mal so. Na. Nicht hinkrieg. Gut, dann gibt es nämlich noch mal eine kleine Seele. Könnte ich eigentlich noch eine gebrauchen, wenn wir mal irgendwann noch mal einen einzelnen Gegner finden. Ah, da kommt das Gitter. Einer was gesagt. So, und jetzt der erste Anlaufpunkt. Ultra wichtig. Speicherpunkt. Wichtiger geht es nicht. Ah, hörst du auf. Hörst du auf. Drecksköter. Ah, Entschuldigung. Ich mag Hunde. Ihr wisst ja. Uschenheim. Ja, bitte. Speichern. Ah, Gott sei Dank. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Erleichterung ist. Der Wahnsinn, Leute, ich sag's euch, der Wahnsinn. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wieder zurück, da lang. Und in den Sumpf. Na, das ist schlecht. Aua. 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 So. Tot. Seele. Na. Mann. Sehr gut, sehr gut. So läuft das. Hier hoffe ich auch, dass ich einfach vorbeilaufen kann. Ich muss mich ja wirklich nicht mit jedem Deppen rumschlagen. Nicht mal so andeutungsweise sagen. Muss absolut nicht sein. Und die vielen Menschen haben ja auch eigentlich nichts getan. Das muss man ja auch mal berücksichtigen. Okay, verdammt, wo geht's lang? Da geht's lang. Das ist zumindest Wasser. Nein, hier geht's nicht lang. Okay, ich mach die mal doch lieber platt. Dann... Na, ja, hörst du auf. Das ist auch das Schöne, der Reaver lässt sich nämlich einfach nicht blocken.
So, gut. Ah, wollte ich gar nicht. Weg damit. Braucht kein Mensch. Müssen wir da hoch? Nee, nicht nach Norden. Wir müssen nicht nach Norden. Wir müssen doch... Ah, da. Und da weg. Hörst du auf. Was so? Das wirst du wohl. Gut, jetzt sind wir hier. Das ist super. Ein Speicherpunkt oder ein Checkpoint. Ist auch super. Hier wäre wieder der perfekte Ort für die Viecher. So. Sumpf. Sehr gut, sehr gut. Da könnten wir eigentlich darüber springen. Dann auf der anderen Seite Tempel vorbeilatschen. Ich glaube, das geht schneller. Vor allem müssen wir nicht durch den tiefsten Morast latschen. So, genau. Hier runter. Na gut, die Viecher können uns auch erstmal gestohlen bleiben, glaube ich. Die sind mir gerade ziemlich ralle. Hier wieder Steinboden. Ich mag das. Genau, und hier war nämlich der Schattentempel. Wir erinnern uns. Die Tür ist immer noch dicht. Ich mach mal den Checkpoint hier mit. Für den Fall sollten wir doch noch drauf gehen. Was war denn das jetzt? Ein wenig fies. Okay, nein. Dahinter will ich, genau. Hier hinter. Ich versuche mal auf dem Stein hier zu landen. Perfekt. So auf. So. Sehr gut, sehr gut. Da hätte ich auch einfach früher mal drauf kommen können, dass ich auf die Tür schieße. So, Zeitstromraum. So, jetzt sollten wir da rüberkommen. Sehr schön. Klappt ja wie am Schnürchen. Könnten wir mal überlegen, wo wir denn jetzt am besten... Wie wir denn jetzt am besten... Was überhaupt jetzt am besten und wieso überhaupt am besten? Was ist das? Ach ja, da müssen wir rein. Zeitstromraum, Zeitstromraum. Sehr schön. Mir blieb nur übrig, auf meinen blinden Glauben zu vertrauen. Ich wusste nicht, auf welches Zeitalter dieses Gerät abgestimmt war. Und ich besaß weder Wissen noch Mittel, um die Maschine selbst einzustellen. Ich zögerte nur kurz. Dann warf ich den Schalter um, vergaß alles um mich herum und legte meinen Willen in die Hand des Schicksals. Jo, wir sind zeitgereist und wo wir oder wann wir uns befinden, würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.